Laura Giuliani, heute Sie spielen mit Italien, WM-Playoff in die Niederlande. Wie ist das Spiel gelaufen? So, ich glaube, unser Spiel ist gut gelaufen. Wir haben ein Tor geschossen und nur ein Tor bekommen. So, ich glaube, das war ein gutes Spiel für uns. Es ist ein gutes Resultat, 1:1. Ja, ist gut im Moment, aber wir haben noch ein Spiel so, und Niederland ist sehr, sehr stark. Also, ich glaube, die werden in Italien für Gewinnen kommen. So, das ist immer schwieriger. Ja. Sie spielen nächste Woche in Verona. Wie viele Leute erwartet man da? So, ich habe gehört, dass wir haben schon 10.000 Karten gekauft und für Italien ist schon sehr, sehr gut. Und so, ja, ich glaube, viele, viele Leute werden kommen. Ist das ein Vorteil, dass Sie schon vor 4 Jahren her das Barrage gespielt haben gegen die USA? Ja, da war 3 Jahre vor. Ja. Oh, wir haben leider verloren, aber jetzt wir haben unsere neue Chance und wir müssen das nutzen. Ja. Und wir haben schon ein gutes Resultat gemacht und dann wir haben noch ein Spiel und wir werden sehen, mal schauen. Etwas, das ist sehr überraschend ist, dass vorne die italienische Mannschaft, sie haben Panico und Gabbiadini und sie sind schon 31 und 39 Jahre alt. Ist das ein bisschen überraschend? Nein? Ja, ist überraschend, aber ich glaube, wir haben viel Erfahrung. Wir haben viel Erfahrung und ja, das ist, was wir brauchen, weil wir haben auch junge Leute und ja, ich glaube, Gabbiadini und Panico bringen auch was Erfahrung mit, so ist, was wir brauchen. Das ist wichtig für das Zurückspiel wahrscheinlich. Ja, wir brauchen das auf jeden Fall. Ja. Okay, dann Sie spielen in Deutschland mit Herforder. Es ist die erste Saison da für Sie? Nein, ist schon die dritte Saison für mich in Deutschland. Ich habe schon in Gütersloh gespielt und das ist das zweite Jahr mit Herford und letzte Jahr ich habe in die zweite Liga gespielt und dieses Jahr wir sind aufgestiegen, so wir spielen in die erste Liga und wir sind im Moment in die letzte Position, aber wir haben noch viele Spiele zu spielen, so das. Auch ein wichtiges Spiel gegen Duisburg in Ende November? Ja, wenn ich wieder in Deutschland bin, ich werde direkt nach Duisburg spielen. Und das ist sehr, sehr wichtig für uns, um zu gewinnen, weil... Beide Teams haben noch nicht gewonnen, ne? Noch nicht, ja, leider noch nicht. Wir haben 2-mal entschieden, aber noch nicht gewinnen, ja, leider. Aber ja, ich hoffe, dass das erste Mal kommt. Okay. Und dann die Traum ist, mit Italien nach Kanada zu gehen, denke ich. Die große Traum, ja? Ist das größte Traum. Ich glaube, in Kanada zu gehen, ist. Ich kann auch nicht sagen, was das meint für mich. Mhm. Und ich bin noch jung, ich habe auch ganz viel Zeit. Aber für die Leute, die noch 30 sind, ich glaube, ist die letzte Chance und wir wollen das kriegen. Wir müssen da kommen. Und dann, Sie haben einen Trainer, Coach, er ist schon Weltmeister, Cabrini. Wie ist es, um mit ihm zu arbeiten? Er arbeitet immer sehr, sehr professionell und wir sehen immer auch auf dem Platz, dass er immer bereit ist und er sagt, was für Erfahrung schon gelebt hat. So, das ist immer eine gute Fühlung, um mit ihm zu arbeiten. Und für Sie ein Vorbild, ist das Dino Zoff oder?
Maar Buffon, ik geloof Buffon, ik ben Italiaan, dus Buffon, ik geloof, is de richtige. Buffon had schon veel gewonnen, zo, dat kunnen ze ook, denk ik, dan. Hè? Ik hoop, ik versuche mijn best te zien, en ik ga einfach immer weiter. Was komt, mal schauen, Zukunft. Okay. Dankeschön, viel Spaß, viel Glück. Danke Ihnen. Danke.